Haben Sie sich schon registriert? Wenn nicht, dann aber schnell. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was ich gefunden habe, ist ein Buch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich mache eigentlich nie Werbung, so richtig plumpe Werbung für ein Buch. Aber das, was mein Gast geschrieben hat an einem streng wissenschaftlichen Buch, nämlich Jenseits von Materie, das ist nicht nur revolutionär, das ist einfach Seelenfutter für Sie zu Hause und auch für mich. Und eine Brücke zwischen Esoterik und richtiger Wissenschaft. Und zwar geht es hier wirklich um das Jenseits der Materie. Was ist denn da und was muss man sich da vorstellen? Und er hat eine Studie gemacht, mein Gast, und es ist einfach verblüffend. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise, denn der Schreiber, der Autor ist heute da. Es ist Professor Dr. Oliver Lazar. Er ist medizinischer Naturwissenschaftler. Er ist aber auch Informatiker und er ist mein Gast heute. Große Ehre, große Freude. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Super gerne. Ich mache ja Werbung ohne Ende. Was du da geschaffen hast, muss jeder wissen. Das Buch muss jeder lesen. Jeder, der irgendwie Angst hat vor dem Sterben, jeder, der Angst hat, dass irgendjemand, der gestorben ist, nicht mehr da ist und. Und das ist nicht irgendwas ein esoterisches Gequatsche, sondern das ist reine Wissenschaft. Und darüber möchte ich gerne dir das Wort geben. Bitte nimm uns mit auf diese Reise. Was sagt die Wissenschaft über das Jenseits? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die tolle Einleitung und die tollen Worte. Ja, es ist natürlich auch irgendwie meine persönliche Geschichte, die damit hineinspielt. Also ich bin jetzt nicht als jemand geboren, der sein Leben lang schon sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Im Gegenteil. Es ist eher so, dass es 43 Jahre in meinem Leben dieses Thema gar nicht gab. Es ist nicht so, dass ich dagegen war, sondern es gab es einfach nicht. Es war nicht spannend für mich. Und ich lebte eigentlich in diesem, ich sag mal, typischen materialistischen, naturwissenschaftlichen Weltbild und habe mit Spiritualität, Religion und diesen Dingen überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ein persönlicher Schicksalsschlag, also ein Unfalltod einer Klassenkameradin meiner Tochter, war quasi der Auslöser dafür, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, weil es gab da gewisse Dinge, die ich plötzlich wahrgenommen habe. Und naja, ich habe mich halt dann intensiv mit Nahtoderfahrungen diesen Dingen auseinandergesetzt und kam unter anderem auch zu einem Medium, wo sich dann auch dieses verstorbene Mädchen gezeigt hat, das ich eigentlich gar nicht kannte, und zwar in einer Art und Weise, die sehr erstaunlich war, weil das Medium plötzlich Dinge durchgeben konnte, die es unmöglich hätte wissen können. Teilweise Dinge, die selbst ich nicht wusste, wo ich dann zu den Eltern von dem verstorbenen Kind hingegangen bin und habe diese verifizieren lassen und die stimmten. Und ich dachte mir, wo können diese Informationen herkommen? Und das war sozusagen der Auslöser dafür, dass ich das wissenschaftlich untersucht habe. Also mit Hilfe von zwei europaweit bekannten Medien quasi Jenseitskontakte ausgewertet habe, die Evidenz dieser Botschaften untersucht habe, insbesondere also hochspezifische Fakten, Familiengeheimnisse, Dinge, die man also unmöglich hätte recherchieren können, und halt schwerpunktmäßig solche Botschaften, wo weder das Medium noch die Hinterbliebenen wussten, was soll denn diese Information? Und dann muss man im Nachgang recherchieren, Verwandte befragen und stellt dann fest, oh ja, das stimmt, diese Information ist korrekt und sie konnte nur vom Verstorbenen gewusst werden. Und da haben wir jetzt halt diese Eriams-Studie durchgeführt mit 500 Teilnehmern. Das ist damit die größte Studie der Welt. Eine empirische Forschungsmethode, also wir haben mit einem Fragebogen gearbeitet und werden dann auch sicher gleich in einer späteren Sendung auch im Detail noch über diese Studie sprechen. Das ist sozusagen jetzt der Punkt, an dem ich gerade bin. Aber wir werden uns ja jetzt erstmal, denke ich, über ein bisschen geschichtliche Dinge unterhalten. Nämlich, ich bin ja nicht der Erste, der sich damit beschäftigt, mit der Thematik. Das heißt, seit über 100 Jahren gibt es Wissenschaft, mehr oder weniger, aber nicht so bekannt. Das ist ja nicht man so. Redet nicht darüber. Ja. Es ist, ja. Aber auch noch was, du hast 500 Leute gehabt, mit Fragebogen, über Medium hin und her, allem drum und dran. Und die Auswertung zeigt ganz klar, dass die Information vom Verstorbenen gekommen ist. Und das müsste in jeder Zeitung Start 1 sein. Denn ich finde das Bild, was du mir jetzt da vermittelst, so schön,
Denn wir wissen ja auch aus der Quantenphysik, dass die Materie von Oliver Lazar, der da ist, eigentlich nur zu 5% Energie, mit Energie eigentlich bewiesen oder gemessen werden kann, aber 95% ist dunkle Energie, dunkle Materie. Und wenn dieser Anteil ja wieder sich auflöst im Ganzen, das finde ich ja so ein schönes Bild, und nichts ist einfach weg, das ist oh so schön. Weißt du, das ist auch philosophisch so schön. Ja. Und es ist nicht fiktiv, es ist real. Ja. Es hat auch nichts mit Leichtgläubigkeit mehr zu tun. Es gibt natürlich viele Skeptiker, auch zu Recht. Also man muss skeptisch sein, man muss das hinterfragen. Und es gibt natürlich Erklärungsversuche. Aber sowas kann wie ich Code das noch Reading. Hinterfragen? Ja, wenn ich an der Oberfläche bleibe. Ja, aber wenn ich wirklich mir die Zeit nehme, mich intensiv damit auseinandersetze, und das machen viele, ich nenne sie immer dogmatische Wissenschaftler, machen das nicht, sondern sie sind so sehr zumeist in ihrem materialistischen Weltbild verhaftet, dass sie andere Wahrheiten gar nicht erst zulassen. Und dann kommen natürlich solche Argumente wie, das ist alles Cold Reading, ja, so psychologische Tricks, dass man sozusagen sein Gegenüber liest. Ja, das funktioniert sehr gut. Mhm. Also es ist extrem mächtig, mit Cold Reading zu arbeiten. Aber auch das konnten wir zeigen in unserer Schule. Wir sind ja jetzt nicht blauäugig da hineingegangen, sondern wir wussten ja um die ganzen Tricks, die es da möglicherweise auch gibt. Und deswegen ja, sind wir halt nicht blauäugig reingegangen, sondern wussten, Code Reading ist nur bis zu einem gewissen Level möglich. Also wenn ich jetzt dich so anschaue, kann ich ja ein bisschen was aus deiner Kleidung, aus deinem Gesichtsausdruck lesen, versuche dir sozusagen ein paar Sätze zu entlocken und lese zwischen den Zeilen und kann jetzt Informationen aussprechen, die du vielleicht sehr überzeugend findest. Da gibt es was wie einen Barnum-Effekt, ja, dass man so ja, gewisse Dinge noch hinzufügt zu diesen allgemeinen Aussagen und dann davon überzeugt ist, das ist jetzt eine hochspezifische Information. Aber gerade solche Botschaften, wo ich erst im Nachgang überprüfen kann, ob sie wahr ist oder nicht, wo ich also zum Zeitpunkt der Übermittlung noch gar nicht weiß, ob die Information stimmt, zeigen ja, dass es noch irgendwo eine dritte Quelle geben muss. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel bringen für eine solche Botschaft. Also wir hatten eine Frau bei einem Sitting, so nennt man eine solche Sitzung, und der verstorbene Sohn war 13 Jahre alt, gab die Botschaft durch, bei meiner Beerdigung war mein Lieblingslehrer anwesend und er trug eine orangefarbene Jacke. Und die Mutter wusste das nicht. Sie wusste nicht, wer der Lieblingslehrer war. Sie wusste natürlich auch nicht, welche Kleidung trug er dann. Und sie haben dann die Mitschüler befragt, wer war denn eigentlich der Lieblingslehrer von unserem Sohn? Dann haben sie den Lehrer ausfindig gemacht, den Lehrer getroffen und gefragt, was haben sie denn bei der Beerdigung unseres Sohnes getragen? Es waren so 500 Leute, das ganze Dorf war bei der Beerdigung. Und er sagte dann, ich trug eine orangefarbene Jacke. Ja, das heißt also, am Ende dieser ganzen Kaskade, wo auch noch verschiedene Leute involviert waren, kommt heraus, diese hochspezifische Information der orangefarbenen Jacke und des Lieblingslehrers war korrekt. Und das ist ja eine Information, die Eltern selber gar nicht besaßen und das Medium auch nicht. Kann man nicht lesen, demzufolge. Und davon haben wir 183 Fälle, dokumentierte Fälle in unserer Studie. Also nicht jeder bekommt solche Botschaften. Mhm. Ja, etwas mehr als die Hälfte haben überhaupt nur solche Botschaften gekriegt. Aber 183 Fälle. Und ich finde, ein einzelner Fall wäre schon ein Hammer gewesen. Mhm. Aber wir haben 183 solcher Fälle, was ja zeigt, da muss ja was dran sein. Also woher kommen diese Informationen? Und nach dem Motto Inference to the best explanation, also Schluss auf die bestmögliche Erklärung, ist es naheliegend, dass das vom Verstorbenen kommen muss. Weil wer kann es wissen? Es kann nur der Verstorbene wissen. Und wer hat ein Interesse daran, dass das durchgegeben wird? Auch der Verstorbene, weil er möchte sich ja zeigen. Er möchte ja erkannt werden. Und das ist letztendlich dann die Schlussfolgerung. Ja, ist also sozusagen kein direkter Beweis des Verstorbenen, aber es ist absolut naheliegend. Ich komme aus der Faszination nicht mehr raus. Sage, ich habe schon 3 Sendungen gemacht über dein Buch und kann einfach sagen, das muss wirklich jeder lesen, jenseits von Materie. Und du hast da drin ja auch den Darwinismus noch beschrieben und, aber da gehen wir jetzt gar noch nicht drauf ein. Aber es gibt ja in der Wissenschaft, bist du ja nicht der Erste, der solche Studien verfasst. Der Erste, der, wo mich jetzt berührt hat, wo ich erfahren habe. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Weil ich habe mich natürlich dann auch intensiv damit auseinandergesetzt. Ein Wissenschaftler, der etwas veröffentlicht, muss immer erst Recherche machen. Mhm. Also gucken, was gibt's denn schon? Weil das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Also wird geguckt, was haben andere denn schon gemacht. Das ist nicht so ganz einfach, wie das üblicherweise
der Fall ist, dass ich in einen wissenschaftlichen Katalog gehe, dort einen Suchbegriff eingebe und ich bekomme Paper zur Verfügung gestellt, sondern ja, diese Dinge werden ja durchaus belächelt von der wissenschaftlichen Welt und haben in wissenschaftlichen Papern oftmals keine große Chance. Wenngleich es von Edsel Cardenia, Professor Edsel Cardenia aus Schweden, vor 5 Jahren eine Veröffentlichung gab im American Journal for Psychology. Also einem höchst renommierten Journal hat er etwas veröffentlicht zum Thema Psi. Und es wurde in diesem Peer-Review-Journal, also es ist von verschiedenen Professoren begutachtet worden, in diesem Peer-Review-Prozess wurde gesagt, ja, das stimmt, was Edsel Cardenia geschrieben hat. Es ist nicht so, dass alle Psi-Studien Blödsinn sind, da ist was dran. Das heißt, selbst die, ich sag mal, klassischen Wissenschaftler haben eingesehen, es ist wert, weiter untersucht zu werden, da ist was dran. Und das ist aber irgendwie untergegangen. Ja, also auch etwas, wo ich denke, warum steht das nicht auf jeder Tageszeitung oder in jeder News-Sendung, dass die wissenschaftliche Welt jetzt offen dafür ist. Aber es wird irgendwie verschwiegen. Mhm. Mit anderen Worten, über die, ich sag mal, normalen Kanäle wird man nicht so leicht fündig. Aber es gibt natürlich Literatur, Bücher und andere Dinge, wo man sich informieren kann. Und angefangen hat das Ganze eigentlich vor ja, etwas mehr als 100 Jahren. Und ich zitiere da immer gerne einen wunderbaren Wissenschaftler aus dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist das der da? Ist genau der Herr, den wir dort sehen. Sir Professor Dr. Oliver Joseph Lodge. Mhm. Und er ist ein wirklich gestandener Wissenschaftler gewesen. Mhm. Er gilt auch als der erste Entdecker der elektromagnetischen Strahlung und hat von 1900 bis 1920 die Universität in Birmingham geleitet. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendein Hinterweltwissenschaftler. Das ist wirklich eine große Persönlichkeit. Und vor allen Dingen hat er auch zu einer Zeit gelebt, wo die ganzen anderen großen Physiker auch gelebt und gewirkt haben. Ich denke da an Max Planck, an Albert Einstein. Die haben ja auch so um die 20er Jahre ihre Nobelpreise bekommen. Mhm. Also es ist nicht so, dass das eine altertümliche Wissenschaft ist, sondern das ist wirklich auch zu einer Zeit, wo es revolutionäre Entdeckungen gab. Mhm. Ja, deswegen, das ist jetzt nichts Veraltetes, wenn wir Oliver Lodge uns anschauen. Die Frage ist, was hat er jetzt mit Spiritualität zu tun? Und bei ihm ist es eigentlich genauso wie bei mir und bei vielen anderen Wissenschaftlern, dass ein persönlicher Schicksalsschlag der Auslöser war. Ja, und bei ihm eben auch. Er hat einen Sohn, also er hat mehrere Söhne gehabt, aber der jüngste Sohn, der Raymond, im Ersten Weltkrieg. An der Front ist er ums Leben gekommen. Und dieser Raymond hat mehrmals erfolgreich versucht, Kontakt aufzunehmen über verschiedene Medien. Und das hat immer funktioniert. Und Oliver Lodge hat dann sogar ja diese Sittings organisiert und seine wissenschaftlichen Kollegen eingeladen zu solchen Sitzungen. Und auch seine wissenschaftlichen Kollegen haben das bestätigt. Ja, die Informationen, die da durchkommen, sind so hochspezifisch, das kann nur von Raymond sein. Ja, das heißt, er ist jetzt kein Einzelgänger gewesen, sondern damals waren die Leute anscheinend auch für solche Dinge noch ein bisschen offener. Und das ist auch von anderen bestätigt worden. Mhm. Und er hat zusammengearbeitet später mit einem wunderbaren Medium, die Gladys Osborne Leonard. Und Gladys Osborne Leonard hat Oliver Lodge eine Sitzung gegeben und von einem Foto geredet. Sie hat ein Foto beschrieben. Und sie sagte, auf diesem Foto wäre Raymond zu sehen. Er würde auf diesem Gruppenfoto in der ersten Reihe sitzen und hätte einen Wanderstock auf dem Schoß. Und ein anderer Soldat, der hinter ihm sitzt, würde ihn so zur Seite drücken, mit dem Arm auf der Schulter so zur Seite drücken. Und Oliver Lodge sagte, ich kenne dieses Foto nicht. Ich weiß nicht, von welchem Foto du da redest. Und eine Woche später hat er Post bekommen von einer anderen Familie. Die haben nämlich Post von der Front bekommen. Diese Familie hatte auch einen Sohn an der Front. Und auf diesem Foto war auch Raymond drauf. Und die Familie hatte dann diesen Brief und das Foto an Raymond, an Oliver Lodge weitergeschickt und kondoliert und gesagt, hier ist aber nochmal ein letztes Bild von deinem Sohn, das möchten wir dir gerne schenken. Und das Bild können wir uns vielleicht auch mal jetzt gerne anschauen. Das ist auf der nächsten Folie zu sehen. Drück mal. Jetzt, genau. Genau. Das ist aus dem Buch, was Oliver Lodge geschrieben hat im Jahre 1916. Das Buch heißt Raymond, mhm. Our Life and Death und wurde seinerzeit zu einem atemberaubenden Bestseller. Und auf diesem Foto sehen wir jetzt mit dem roten Pfeil markiert, mhm.
Raymond. Und der wird leicht nach vorne gedrückt, hä? Genau, er sitzt in der ersten Reihe, er hat diesen Wanderstock und er wird ein Stück zur Seite gedrückt von dem Soldat hinter ihm. Ganz exakt genauso, wie es Gladys Osborne Leonard beschrieben hat. Ja, und das finde ich ist schon phänomenal. Also gerade solche Informationen, die man nicht sofort verifizieren kann, sondern die sich erst dann im Nachgang als wahr herausstellen, finde ich, haben eine besondere Evidenz. Ja, und das ist, ja, wie ich finde, der erste große Meilenstein in der Wissenschaft, wie ich finde. Das Medium, also die Gladys Osborne Leonard, hat allerdings noch weitere wissenschaftliche Dinge gemacht. Also sie hat nicht nur mit Oliver Lodge zusammengearbeitet, sie hat auch eine Studie gemacht mit John F. Thomas. Und er ist der bis dato einzige, zumindest meines Wissens, der tatsächlich eine Doktorarbeit über das Thema geschrieben hat. Vielleicht können wir das auch einmal auf der nächsten Folie sehen. Da sieht man auf der rechten Seite also ein Screenshot von früher, von 1937, also quasi mit dem Fotoapparat. Das ist eine Studie, die 9 Jahre lang angedauert hat. John F. Thomas hat nämlich seine Frau verloren. Und Gladys Osborne Leonard hat über diesen Zeitraum von 9 Jahren immer wieder Botschaften durchgegeben. Und sie hat insgesamt 2964 spezifische Fakten zu seiner Frau durchgegeben. Und nur 196 waren nicht korrekt davon. Das heißt, einige Botschaften waren dabei, da konnte man es nicht genau sagen. Unterm Strich waren es 2358 hochspezifische Fakten, die durchgegeben worden sind, die korrekt waren. Und das wurde in dieser Doktorarbeit an der Universität von North Carolina in Zusammenarbeit mit Professor McDougall halt veröffentlicht. Ist ja verrückt, das sehen wir 93%, oder? Ja, das ist erstaunlich und ich finde das auch so erstaunlich, weil das ist ja eine Doktorarbeit, eine Dissertation. Das heißt, 1937 muss es Wissenschaftler gegeben haben, die dafür offen waren. Ja, also da hat jetzt nicht die Fakultät gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Das würde heute nicht funktionieren, wenn ich jetzt zu einer Universität ginge und sage, wir machen jetzt hier eine Doktorarbeit zum Thema Jenseitskontakte. Da würde mir der Dekan wahrscheinlich die Idee um die Ohren hauen und sagen, immer, du bringst uns in Verruf, wir werden belächelt. Aber damals ist es möglich gewesen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal auch wieder so weit sind, dass wir ja auch sowas tatsächlich auch mal wieder in Form von Doktorarbeiten untersuchen können. Ist total schade, ja. Ja. Wie ist deine Studie veröffentlicht worden und aufgenommen worden auf der wissenschaftlichen Seite? Veröffentlicht worden ist es ja in meinem Buch erstmals. Ich hatte auch überlegt, mache ich es über ein Peer-Review-Journal. Es gibt ja durchaus parapsychologische Journals, die für sowas offen sind. Aber ich dachte mir, mein Ziel ist es, nicht wissenschaftliche Reputation zu erlangen. Mir ist das persönlich total egal, was andere Wissenschaftler zu mir sagen. Meine Motivation war es ja, trauernde Menschen zu erreichen. Ich hatte ja auch selber miterlebt, wie es ist durch den Verlust von diesem Kind, wie Familien leiden, was das für eine extreme Trauer und Sehnsucht ist, die man dann bekommt. Und diese Menschen wollte ich erreichen. Und da schien mir das Veröffentlichen in einem Peer-Review-Journal nicht das Richtige zu sein. Weil wer liest das? Das lesen vielleicht eine Handvoll andere Parapsychologen und dann war es das. Also habe ich mich für andere Kanäle entschieden. Mein Buch, aber eben auch über YouTube. Und ich kriege natürlich sehr viel Rückmeldung, also ich habe täglich mein E-Mail-Postfach voll mit Leuten, die mir antworten, aber auch sehr viele akademische Kollegen. Das heißt, ich habe auch einige Chefärzte sogar dabei, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, wie toll das ist. Also wirklich äußerst positive Rückmeldung. Mit einem Chefarzt vom Uniklinikum Hamburg arbeite ich jetzt sogar auch zusammen. Da werden wir jetzt auch demnächst zusammen eine Studie machen zum Thema Gehirnwellenmessung. Und auch was veröffentlichen. Ja, das heißt, da öffnen sich auch neue Kanäle. Also viele sind dafür offen. Aber es sind auch viele dabei, die mir quasi Zuspruch geben, aber hinter vorgehaltener Hand. Und sagen, also wenn ich dann frage, okay, gehst du mit mir auf die Bühne und erzählst das mit mir zusammen? Dann sagen, nein, nein, also das mache ich nicht. Wenn sie dann einmal so über 67 sind, ihre Rente durchhaben, trauen sie sich zumeist schon etwas zu sagen, aber solange die Leute noch im Beruf sind, Geld verdienen müssen, Angst vor Reputationsverlust haben, sind viele dafür nicht offen. Ja, ich schreibe in meinem Buch ja auch von einigen Beispielen von Wissenschaftlern, die den Mund aufgemacht haben und dann ihren Job verloren haben. Ich sage immer, früher sind die Leute, die, ich sag mal, sowas Ketzerisches gesagt haben, die sind auf den Scheiterhaufen gekommen. Ja, die Welt ist keine Scheibe, die Erde ist keine Scheibe, ist eine Kugel, dann kann man auf den Scheiterhaufen. Heutzutage verliert man seinen Job und seine Reputation.
Ja, ist ganz böse, ja. Genau. Und trotzdem, meine, diese Studien, das, was du da gemacht hast, kann man nicht wegdiskutieren. Genau, absolut. Man muss eigentlich nur noch wirklich sich mit dieser Situation auseinandersetzen, geistig. Ja. Und das öffnet ja so viele Türen und Toren. Ich meine, du bist doch heute ganz ein anderer Mensch. Also wenn du jetzt an deine Eltern zurückdenkst oder deine Großeltern oder alles, was mal früher war, da hast du doch heute einen ganz anderen Bezug, oder? Ja, ich spreche auch immer davon, dass ich ein Update auf Version 2.0 bekommen habe als Informatiker. Ne? Passt ja. Das ja ganz gut. Ja, super. Also genau. Es ist ein kompletter Lebenswandel. Ein kompletter Lebenswandel. Es ist ja nicht so, dass ich es früher abgelehnt hätte. Ich habe ja nicht gesagt, Spiritualität ist alles Spinnerei. Das war ja nur nie Thema. Mhm. Ja, aber es kam ja dann plötzlich in mein Leben. Und ich bin so dankbar dafür, dass mir die Augen geöffnet worden sind und dass ich mir die Zeit genommen habe, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Das würde ich mir ja auch wünschen von den materialistischen Wissenschaftlern, die sehr skeptisch sind. Denn oftmals haben sie Meinungen, also sehr viel Meinung für sehr wenig Ahnung, muss man sagen, aus diesem Bereich. Weil ich sag mal, wenn ich keine Ahnung von schwarzen Löchern habe, ich bin kein Astrophysiker, dann würde ich es mir doch niemals anmaßen, irgendein Paper zu kritisieren über schwarze Löcher. Aber im Bereich der Spiritualität fühlt sich irgendwie jeder materialistische Wissenschaftler plötzlich dazu befähigt, das zu kritisieren, obwohl sie sich damit eigentlich gar nicht auskennen. Also ich würde mir wünschen, dass solche Wissenschaftler erstmal vielleicht so ein Buch wie meines lesen oder Professor Dr. James Tour ist auch eine wunderbare Quelle, einer der besten Wissenschaftler der Welt. Einfach mal, oder Professor Behe hat auch Darwins Blackbox geschrieben, also auch dort ging es um das Thema Darwinismus. Ich kann es nicht einfach kritisieren, ohne diese Dinge gelesen zu haben. Ja, Kritik ist gut. Ich freue mich auf einen Austausch mit anderen Wissenschaftlern, die auch andere Meinungen haben dürfen. Absolut, weil ich will ja weder mich noch andere belügen. Ich will ja die Wahrheit finden. Es geht darum, die besten Argumente zu finden. Nur man muss halt offen sein für alle Argumente. Man kann nicht von vornherein sagen, alles, was nicht materialistisch ist, ist Blödsinn. Mhm. Sondern man muss diese Dinge sich angucken in Ruhe und vielleicht auch mal zulassen, selbst wenn es dem eigenen Weltbild widerspricht. Tja, da komme ich wieder zur Quantenphysik. Eigentlich ist ja alles irgendwo eine Information und eine Schwingung. Und die Materie, wie wir sie kennen, ist ja wirklich nur ein kleiner Teil des Ganzen, was wir heute beschreiben können. Und trotzdem beschreiben wir in der evidenzbasierten Medizin zum Beispiel auch immer nur diese 5% und behaupten, das sei alles und die ganze Wahrheit. Und das ist eigentlich so lächerlich, oder? Ja. Man könnte ja jetzt eigentlich mit diesen Erkenntnissen ja noch viel, viel weitere Fragen stellen generell über den Sinn des Lebens. Warum sind wir überhaupt hier? Was ist eigentlich der Zweck meiner jetzigen Inkarnation? Komme ich wieder auf die Erde oder gibt es noch andere Dinge? Man könnte ja so vieles erfragen, oder? Ja, absolut. Bist du nicht auch total neugierig? Hast du nicht auch noch 100 Fragen? Ja, ich hab viele Fragen gehabt. Viele sind auch schon beantwortet worden, aber man merkt, es eröffnen sich immer wieder neue Horizonte und neue Fragen. Mhm. Und ich habe das ja in meinem Buch auch beschrieben mit diesem Kind, was verstorben ist, wo ich ja dann plötzlich diese Verbundenheit hatte. Und da haben mir auch verschiedene Medien im Prinzip immer diese gleiche Geschichte erzählt, dass es da dieses frühere Leben gab, wo ich der Vater von diesem Kind gewesen bin und wo ich auch den Tod von diesem Kind miterlebt hätte. Also da wurden also von verschiedenen Medien, die sich untereinander nicht kannten, sozusagen dieselben Informationen durchgegeben. Und damit habe ich mich natürlich dann auch beschäftigt, mit diesem Thema Reinkarnation. Und das ist schon erstaunlich, was man dort auch an Evidenz findet. Also James Leiniger ist zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel. Das ist dieser kleine, also mittlerweile erwachsen, aber damals, als es bekannt wurde, war er, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre alt. Ein Junge aus den USA, der plötzlich vom Krieg gesprochen hat, dass er ein Kampfpilot war. Er wurde abgeschossen, hat nachts gerufen, weil er Angst hatte, dass das Flugzeug brennt. Und er konnte amerikanische Kampfflugzeuge zeichnen und bis ins Detail beschreiben. Die Eltern waren mit ihm in einem Museum, wo diese Flugzeuge ausgestellt waren. Und der kleine 3-jährige Junge konnte alles erklären. Und dann haben sie sich sozusagen auf die Suche begeben, woher kommt das alles? Und es kam raus, dass er in seinem früheren Leben ein Kampfpilot war, der dann im Kampf gestorben ist, abgeschossen wurde. Weil sie waren dann auch bei einem Veteranentreffen von diesem Flugzeugträger, Natoma Bay hieß der, glaube ich, der Flugzeugträger. Und da waren nämlich noch einige von seinen alten Kameraden dabei, das heißt, die haben noch gelebt. Und dieser kleine Junge hat die erkannt und hat die mit Namen angesprochen.
Und das ist so unglaublich, diese Geschichte. Das ist auch mehrfach verfilmt worden, auch im japanischen Fernsehen. Das war also der Krieg zwischen Japan und USA. Mhm. Das ist so der bekannteste Fall. Aber da gibt es auch Jim Tucker in den USA, ein Wissenschaftler, der das mit ganz, ganz vielen Kindern untersucht hat. Da findet man auch unglaubliche Dinge plötzlich, die so aus früheren Leben kommen. Und deswegen hege ich auch keinen Zweifel mehr daran. Also ich bin absolut sicher, dass wir mehrere Leben haben und dass der Sinn von diesem Ganzen immer wieder kommen ist, dass wir Erfahrungen machen. Also ich glaube, dass wir als Seelen unsterblich sind, dass wir ohne Zeit sind, was ja die Quantenmechanik schon oft angesprochen, das ist ja im Prinzip eine Dimension ohne Zeit, ohne Raum. In dieser Form, da existieren wir irgendwo als Seelen. Aber wir können offensichtlich als Seelen nicht alle Erfahrungen machen. Dazu muss man offensichtlich inkarnieren in einem Raum-Zeit-Gefüge, um gewisse Erfahrungen machen, wie Verluste oder Leids und solche Dinge. Das ist meiner Meinung nach der Sinn des Lebens, also dass wir hierher kommen, um Erfahrungen zu machen. Das sind nicht immer nur positive Erfahrungen. Also es ist auch oft so, dass wir im Leid oftmals den größten Fortschritt machen können. Die ganze Reinkarnationsthema, wo du jetzt gerade gesagt hast, also es gibt ja verschiedene Religionen, die ja das ja eigentlich auch hinaustragen. Ich erinnere immer wieder daran, dass ich mal eine Tochter von einem Lama hier hatte, die auch immer sagt, das Ziel des Lebens ist, ein gutes Karma mitzunehmen für die nächste Inkarnation. Ich finde, das ist so ein schöner Gedankengut. Aber es war immer basierend auf Glauben. Ich muss es glauben. Ich glaube es ja auch. Ich meine, das war immer in mir drin. Aber nochmals, viele Leute da, auch mein Vater, der wollte das gerne glauben, aber kann es nicht glauben. Und jetzt baust du eine Brücke und sagst, ich kann das nicht mehr sagen, es ist nur ein Witz oder es wäre nur schön und nett. Ja. Sondern es sind Fakten. Ja. Und jetzt müsste die ganze Wissenschaft eigentlich aufstehen und sagen, hey, wir haben viel größere, wichtigere Dinge zu erforschen, als gewisse Dinge, die man sagen muss, ja, also bitte, oder kostet auch nur Geld und da bringt nichts. Mhm. Aber da haben wir die großen Dinge des Lebens zu erforschen. Ja, ja. Ich habe ja auch mal so eine Recherche gemacht in einem Wissenschaftskatalog zum Thema Marketing. Dann findet man Millionen von Datensätzen. Aber gib mal dort ein Reinkarnation oder Liebe und solche Themen, da wird man kaum fündig. Also beim Thema Liebe findet man meistens sowas, was ist die Liebe zwischen Mann und Frau? Ja, also welche Hormone spielen da eine Rolle und solche Dinge. Aber dieses Tiefgründige, ja, was also dahinter steckt, das findet in der Wissenschaft irgendwie überhaupt nicht statt. Ja, also diese Trennung, die es dort gibt, darf eigentlich nicht sein. Also wenn wir die Wahrheit finden wollen, müssen wir das Ganze natürlich ganzheitlich betrachten. Mhm. Und das ist etwas, woran ich unter anderem ja auch arbeite und hoffentlich bald auch noch viele andere Wissenschaftler, um zu zeigen, dass es eben notwendig ist, dort Brücken zu bauen. Weil nur dann können wir wirklich auch alles verstehen, ja, und nicht nur diesen kleinen Teilbereich des materialistischen Weltbildes. Also es müsste eigentlich wieder eine Universität erschaffen werden, die sich dieser Ausrichtung eigentlich annimmt. Ich meine, früher gab es ja auch noch die Astrologie. Ich glaube, bis ins 19. Jahrhundert war in England wurde noch an der Universität Astrologie gestudiert. Weg, alles weg, warum auch immer. Und solche Themen, wie du es bringst, das müsste jetzt eigentlich wieder kommen, oder? Wäre schon ein Wunschdenken. Ja. Ja, ich denke, es ist ein Prozess. Also wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt Argumente auf dem Tisch liegen und die Wissenschaftler sagen alle, oh, ich bin bekehrt worden. Ihr hattet recht, das wird nicht passieren. Das hat Max Planck auch schon mal gesagt. Er sagte, es wird nicht passieren, dass man einen Wissenschaftler überzeugt, also dass er sein Weltbild ablegt, sondern man muss dafür sorgen, dass die heranwachsende Generation von Anfang an mit diesen neuen Informationen versorgt wird, dass sie dann sofort also auch in dieses neue Weltbild hineinwachsen können. Mhm. Aber alteingesessene Wissenschaftler sind meistens sehr dogmatisch. Ja, das heißt, da kann man nicht viel erreichen, es sei denn, so wie bei mir, es gibt tatsächlich ein persönliches Ereignis, ein schicksalträchtiges Ereignis mit dem Verlust eines Kindes oder einer Krankheit, der Konfrontation mit dem Tod. Solche Themen sind oftmals hilfreich für einen Wissenschaftler, dass er sich öffnet für andere Dimensionen, für andere Wahrheiten. Klar. Aber jetzt hätten wir ein Instrument in der Hand, nämlich dieses Buch für Leute, die wirklich mit einem Verlustangst haben oder bevorsteht oder selbst betroffen ist, hier einfach mal das zu lesen und sein eigenes Weltbild zu ändern. Dann ist vielleicht die Sorge, die Panik, der Verlustangst und vielleicht ein bisschen kleiner. Ja.
Du hast mir noch eine Folie mitgebracht, da möchte ich auch nicht unterschlagen. Ja, gucken wir mal auf Leonora E. Piper, auch ein ganz berühmtes Trance-Medium aus Amerika. Sie gehört neben Arthur Ford zu den wahrscheinlich am meisten wissenschaftlich untersuchten Medien der Welt. Und es gibt einen ganz besonderen Professor, einen Wissenschaftler, der sie 15 Jahre lang begleitet hat, also eigentlich deshalb begleitet hat, um sie bloßzustellen. Er wollte eigentlich zeigen, sie ist eine Betrügerin. Mhm. Ja, das heißt, dieser Wissenschaftler kam aus dieser Skeptics Association, also diesem Skeptikerverein, die sich ja zur Aufgabe machen, solche Medien sozusagen bloßzustellen. Und er hat 15 Jahre lang alles versucht, Detektive angesetzt, hat Teilnehmer spontan von der Straße geholt, nur wenige Minuten vor der Sitzung, dass man also nicht sagen könnte, sie hat sich vorbereitet, sondern spontan wurden Leute geholt, mit Verblindung gearbeitet. Aber sie hat immer gute Botschaften durchgegeben. Selbst ein Wissenschaftskollege von ihm, Professor, hat sich verkleidet, als jemand anders ausgegeben. Trotzdem kamen die authentischen Botschaften durch. Und nach 15 Jahren hat dieser Richard Hodgson, so hieß er, zugegeben und gesagt, ich komme zu dem Schluss, was Leonora Piper macht, ist echt. Also es sind echte Jenseitskontakte. Ja, das heißt, selbst jemand, der 15 Jahre lang in diesem Skeptikerverein verankert war, kam am Ende zu dem Schluss. Ja, und sie hat auch ihr Leben lang niemals Geld für ihre Sitzungen genommen. Ja, weil das ja natürlich auch sehr oft ein Argument ist von Kritikern und Skeptikern, das ist doch nur Geldmacherei. Ja, hier Leonora E. Piper hat es zum Beispiel ihr Leben lang kostenlos gemacht. Mhm. Ja, das geht natürlich auch nur dann, wenn man irgendwie abgesichert ist und andere Einnahmequellen hat. Wenn man in der materialistischen Welt lebt, braucht man Geld. Sonst kann man nicht überleben, ist ja ganz, ganz normal. Mhm. Ja, aber sie ist, wie gesagt, auch intensiv untersucht worden. Hast du noch eine dabei? Mir kommt nämlich an dieser Stelle gerade noch in den Sinn, Bruno Gröning, hast du auch schon gehört in Deutschland? Ja, ja. Kenne ich natürlich auch. Ist ja auch verrückt. Keiner kennt Bruno Gröning. Und wenn man einfach diese Fakten mal anschaut, Veteranen, die berichten, da kommt man auch nicht mehr aus dem Staunen raus. Ja? Ja, ja. Ja, das ist ja dieses Thema Heiler sowieso sehr spannend. Da ist aber auch wie bei den Medien, muss man sagen, der Übergang oftmals nicht so ganz einfach zu erkennen. Wer ist, ich sag mal, eher ein Betrüger? Wer ist jemand, der wirklich Talent besitzt oder Fähigkeiten besitzt? Mhm. Der Übergang ist oftmals fließend. Und es gibt Heiler, die sind unglaublich. Und Bruno Gröning, bin ich mir ziemlich sicher, gehört auch dazu. Also man hat ja da auch selbst Fotoaufnahmen, wo Tausende von Menschen um ihn herumstehen. Mhm. Und dann können dann plötzlich Leute wieder, die ein steifes Knie hatten, wieder das Bein bewegen. Ja, ja, ja. Ach, selbst der Werner Heisenberg hat eine Studie gemacht, war zum was mit ihm. Ja, ja. Also das ist ja wohl ein Wissenschaftler der obersten Kategorie. Ja, also der lässt sich ja auch nicht einfach täuschen. Mhm. Also das gibt so Leute und das kann man auch nicht einfach in Abrede stellen. Ja, und du hast ja jetzt hier gerade auch die nächste Folie schon aufgemacht mit nämlich einem weiteren sehr spannenden Kandidat, mit Arthur Ford. Auch er ist unzählige Male untersucht worden, auch hier mit Detektiven und körperliche Untersuchungen. Und er hat auch selber mal ein interessantes Zitat von sich gegeben. Er sagt, es wurde alles mit mir gemacht, alles wurde untersucht. Und am Ende sind alle Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, ja, was ich mache, ist echt. Aber kein einziger Wissenschaftler hätte dafür gesorgt, dass diese Ansicht in den wissenschaftlichen Konsens oder Kanon aufgenommen wurde. Er sagte, ich frage mich, was muss denn noch passieren, bis es endlich wissenschaftlich akzeptiert ist? Ich fürchte, ich werde diesen Tag nicht mehr erleben. Das hat er 1971 gesagt, er ist auch gestorben, 1971. Und jetzt sind wir über 50 Jahre später. Und eigentlich sind wir nicht viel schlauer, ne? Wenn wir jetzt mal angucken, wie ist die aktuelle Situation? Was muss wirklich noch passieren, dass wir endlich anfangen, es zu akzeptieren wie ein ganz normales physikalisches Phänomen, was ich in einem Experiment messen kann? Mhm. Also es gibt die Evidenz, es gibt seit über 100 Jahren solche Evidenz, aber es ist extrem schwer, eben gegen dieses materialistische Weltbild anzukämpfen, ne? Weil eben diese Dogmatiker sitzen. Ich nenne sie halt gerne Dogmatiker, unsere Wissenschaftler, wenn sie sich sozusagen diesen Wahrheiten verwehren. Also ich sage das auch immer wieder, eigentlich sind wir ein Gesundheitsfernsehsender und versuchen eine Ganzheitsmedizin hinauszutragen, wo die Schulmedizin ein Teil davon ist. Genau. Aber die Medizin ist viel, viel größer. Und wenn sie ja nicht von oben nach unten zu uns getragen wird, dann muss wenigstens der aufgeklärte Bürger aus einem
Fülle von Möglichkeiten selber schöpfen dürfen. Und das, dafür das stehen wir ein. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir ein unfassbar wertvolles, großes Puzzlestück heute in diese Ganzheitsmedizin reinsetzen durften. Denn das, was wir da in unserer Psyche, in unserem Verstand, in unserem Geist durch dein Buch, durch diese Studie eigentlich als gegeben wahrnehmen dürfen, ist einfach nur großartig. Und wir werden weitere Sendungen gerne noch machen, weil in diesem Buch hat es noch mehr Schätze drin, wo ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch nicht vorenthalten will. Aber wir kommen nicht drum herum, es auch wirklich zu lesen und zu verteilen und zu verbreiten, so wie ich das auch mache, weil hier steckt so viel Gesundheit drin, wenn man dieses Verständnis in sich aufnimmt. Lieber Oliver, ich möchte mich einfach 1000 Mal bedanken, wirklich 100.000 Mal. Du hast mir so gut getan, auch in diesem Gespräch. Und mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Und du kannst ganz sicher sein, ich werde ganz viele Menschen anstecken, auch Experten, Ärzte, Professoren, die auch immer wieder hier zu Gast sind und sie auf dieses Buch aufmerksam machen. Ich glaube, wir bringen eine Welle, eine Bewegung in Gang. Danke ganz herzlich. Das wäre wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls, danke. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich nur darum hoffen und anregen, sich wirklich mit diesem Buch mal zu beschäftigen, das durchzulesen und einfach auch in diese Faszination einzutauchen und einfach zu wissen, das, was Sie glauben, ist nicht nur ein Glaube, es ist Realität. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.